Herzlich willkommen zurück zu Monster Hunter World mit Aresu. Ich bin Aresu und wir machen eine Expedition. Wir gehen zur Wasserfallbrücke und dann gehen wir raus. Denn wir haben festgestellt, das ist der falsche Ort. Wir gehen zur Kantine und dann gehen wir raus. Wir haben festgestellt, dass... Doch, dahin geht's lang. Ha! Ich kenne mich aus. Dass uns noch ein paar Ausrüstungsdinge fehlen. Feldforscher, Fischforscher, Moment mal. Ah, ne, okay. Und deswegen will ich jetzt einfach mal nachgucken, was wir hier so an Gegnern eventuell noch finden, die wir nicht kennen. Also wir werden jetzt einfach im Prinzip alles töten, was wir finden. Ist jetzt nicht so schön, aber... Okay, erst einmal da oben haben wir den Fischforscher wohl. Generell sollten wir vielleicht auch mal ein bisschen angeln und so. Also, die da hinten, die großen, bringen uns nichts. Das weiß ich schon. Bei den kleinen hier bin ich mir nicht ganz so sicher. Tut mir leid, Leute. Kelbi. Weiße Leber. Leber von weißer Farbe, beliebt wegen der saftigen Textur. Ein Kontoobjekt. Das bringt 40 Punkte. Wow. Okay, tut mir leid, Leute. Ich bin mir immer noch nicht sicher, ob das das Einzige ist, was ihr gebt. Na toll. Ja, wenn man da nicht direkt zuhaut, dann sind sie weg. Okay, dann... Moment mal kurz. Verdammt, die wollen sich irgendwie nicht direkt erledigen lassen. Okay, Untersuchung hinzugefügt. Erstmal Kelbi-Material haben wir hier. Ein Kelbi-Horn. Das kennen wir allerdings schon, das heißt, es hilft uns nicht. Warmer Pelz, der Pelz eines kleinen Tieres, er wird vielseitig verwendet, aber meist für normale Kleidung. Gibt es hier modische Kleidung, einfach so zum Anziehen? Ohne Werte? Das ist cool. Sowas mag ich. Schleuderfackel. Auf jeden Fall haben wir ein paar neue Materialien bekommen. Das ist schon mal was Gutes. So, da hinten haben wir unseren Angler. Kann ich die Fische hier einfach so jagen? So, der Fisch ist besiegt. Ja, okay, er ist aber auch despawned. Ne, okay, das scheint nichts zu bringen. Hallo, Angler. Hallo, ich habe auf dich gewartet. Bereit, deine Fertigkeiten zu testen? Versuch mal, hier einen Sushi-Fisch für mich zu fangen. Man findet sie überall in der neuen Welt. Meinem alten Vater geht es in letzter Zeit nicht so gut. Es würde ihm helfen, wenn du mir eine Sushi-Fisch-Suppe, Schuppe besorgst. Habe ich sogar. Aber, okay. Wir machen das erst einmal. Wir gehen hier ein bisschen... Wir stehen deutlich über ihm. Und... Da, schön war... Hoppala. Schön weit auswerfen. Wie werfe ich doch gleich aus? Falscher Köder ist ausgewählt. Das finde ich schön. Ah, okay. Rechte Maustaste. Mit der linken Maustaste schlage ich wieder rum. So. Schön beobachten. Oh. Ah, zu früh. Da war ich zu ungeduldig. Okay, Moment, wir machen das hier. Ein bisschen vorne. Zwei Leute können durchaus nebeneinander angeln. Jetzt, die Position dort wäre eigentlich etwas, wo ich die Angel nochmal neu auswerfen würde. Aber ich glaube nicht, dass das Spiel so genau drauf achten wird. Also, dass es jetzt hier zwischen diesen beiden Felsen ist, da würde der Haken ja an einer sehr ungünstigen Position liegen. An einer sehr, sehr ungünstigen Position. Ich glaube, ich gehe gleich mal auf diesen Vorsprung dort. Da werden die Füße nicht so nass. Mhm.
wirklich, da hinten sehe ich ganz, ganz viele Fische. Vielleicht sollte ich da einfach angeln. Na, wieder zu voreilig. Okay, Moment. Wir gehen hier mal rüber. So. Ich frage, die gehen direkt hin. Und ich hab dich, ich hab dich. Ein Sushi-Fisch. Und komm, den da will ich auch noch haben. Jetzt wäre die Frage, ob man nur diese bekommt. Ein Wetzfisch mit einer Wetzfischflosse. Eine Fischflosse, um Waffen zu schärfen, stellt Schärfe hervorragend wieder her. Allerdings weniger oft als ein Wettstein. Interessant, man hat also nicht nur. Ich habe, glaube ich, vor ein paar Folgen mal. Nee, ich glaube, das war im Stream, habe ich das, glaube ich, erwähnt, dass ich gehört habe, dass die Wettsteine. Verdammt. Dass die Wettsteine früher endlich waren. Das heißt, man hatte nicht einfach den einen Wettstein, sondern man hat mehrere, die man immer auf die Jagd mitgenommen hat und dann wurden sie verbraucht. Ja, verdammt nochmal. Ich muss ein bisschen geduldiger sein. Ich bin nämlich wie ein totaler Angelanfänger gerade. So. Ich brauche einen Stuhl. Ich angel nicht gerne im Stehen. Ich meine, man könnte sich hier eigentlich wunderbar auf die Klippe setzen. Obwohl, nee, ist ganz, ganz doof mit dem Aufstehen dann. Also dort hinten eventuell. Aber da würde man dann die Beine ins Wasser baumeln lassen und darauf reagieren die Fische dann wieder negativ. Deswegen. Also da muss man wirklich viel stiller halten können als ich selbst. Ich glaube, dieses Suppeln dort war immer nur ich selbst. Ja, okay. Toll. Ich frage mich, ob man nur die Fische kriegen kann, die man sieht. Also hier bei so einem kleinen Fluss wäre es ja durchaus noch denkbar. So. Guck mal, da sind noch welche. Na, da kommt einer. Na, da ist ein ganzer Schwarm. Na los, einer muss doch hier zubeißen. Ich möchte anmerken, ich glaube nicht, dass ich hier gerade meine Zeit verschwende. Wir haben ja schon mal jetzt zwei Materialien hier bekommen, die wir vorher nicht haben. Hoppala! Da wäre ich beinahe ins Wasser gesprungen, ohne die da zu beachten. Was kommt? Beiß zu. Hallo? Das ist ein ganz leckerer Fisch. Eine ganz leckere Speise. Ein ganz leckerer Köder ist hier. Na, da kommt einer. Und. Hab ich dich. Ein weiterer Wetzfisch. Hoppala, das war wieder die falsche Taste. Und der kommt auch direkt. Noch ein Wetzfisch. Frag mich, ob man das hier dann direkt erkennen kann an den Fischen, die man eben sieht. Oder. Oh, da hinten haben wir noch welche. Oder ob das eben zufällig bestimmt wird, was man da jetzt gerade genau fängt. Da kommt unser Ziel. Und. Total
total unrealistisch, dass der da hinten nicht wegschwimmt, direkt wegfliegt. Ist klar. Das sind fliegende Fische. Und habe ich dich. Ein Sushi-Fisch. Sah jetzt für mich im Wasser erstmal gleich aus. Allerdings so genau habe ich sie jetzt auch nicht gesehen. Hier haben wir ein bisschen tieferes Wasser. Hier sieht man generell nichts. Eventuell kann man im seichten Wasser das. Oh. Ah, verdammt. Da war ich wieder zu voreilig und diesmal habe ich auch nicht selbst das. Ja, okay, es zuppelt. Und jetzt habe ich dich. Was habe ich? Ein rosa Parexus. Okay. Also wenn man die Fische nicht direkt sieht, dann ist es natürlich ein bisschen realistischer. Was ich mir noch wünschen. Ah, verdammt nochmal. Warum bin ich heute so ungeduldig? Ist doch ziemlich eindeutig, wann sie zupacken. Was wollte ich sagen? Gott. Achso, ja, was ich mir wünschen würde, vielleicht ist es ja drin, dass man sich hier dann noch verschiedene Köder herstellen kann, um verschiedene Fische zu fangen. Dass ich mich dann wirklich hinstellen kann mit ein paar verschiedenen Ködern. Ich meine, ich weiß, es gibt verschiedene Köder. Wir haben ja diesen Köderkäfer, aber wenn es nur der Köderkäfer oder falscher Köder oder der gekaufte Köder ist, dann ist das ja auch nicht so was. Ich zuppel mal ein bisschen, um die Fische darauf aufmerksam zu machen, dass hier was ist. Ich weiß jetzt natürlich auch nicht, wie lange man in Monster Hunter warten sollte. Natürlich sind die Zeiten, die man hier wartet, selbst an einem Fischteich, also wo man sich im Prinzip die Fische kauft, indem man sie angelt, dauert es wesentlich länger, bis da was beißt. Aber wenn man eben weiß, dass er eigentlich schnell beißen, dann wird man ungeduldiger. Na? Will keiner? Außerdem weiß ich eben nicht, ob da jetzt überhaupt was beißen kann. Vielleicht ist es ja so, dass die da erstmal vorbeischwimmen müssen und. Ja. Fehlendes Wissen ist immer doof. Okay, da hinten sehe ich definitiv. Fische. Viere sogar. Und. Das ist wieder ein Wetzfisch. Ich glaube, das da links wäre ein Sushi-Fisch. Und die anderen beiden wieder Wetzfische. Okay, das da ist wieder ein Wetzfisch, der jetzt kommt. Und ja. Und da versuchen beide ranzugehen. Ja, okay, das ist der Sushi-Fisch. Gut, man kann es also definitiv erkennen. Und den Wetzfisch nehmen wir noch mit. So, sehr schön. Und dann packen wir die Angelrute mal ein. Dann versuchen wir, den da zu fangen. Ich krieg dich. Er ist weg. Hm.
So, das nehmen wir mit. Direkt wieder ins Wasser geplatscht. Ganz unauffällig. Toll, ich kann die auch so fangen, ich muss nicht mal angeln. Also ich hoffe, dass das Angelsystem jetzt nicht so ist, dass ich es einfach durch das Netz ersetzen kann. Wobei man natürlich auch mit einem Netz angeln kann. Das ist, so ist es ja nicht. So, was haben wir denn hier für ein schönes Tierchen? Ohrenflieger. Okay, kennen wir schon. Müssen wir uns nicht groß mit befassen. Hier haben wir Flussfahnen. Das sind Lehmpilze, kennen wir auch schon. Da hinten haben wir einen Kuluyaku und einen Rattalos. Mit dem Rattalos wollen wir uns auf keinen Fall anlegen bisher. Hallo Leute. Wo sind wir? Wir sind hier. Das heißt, hier bekommen wir einen Verbündeten. Hier ist nicht die Basis. Im Nordosten ist hier eine kleine Basis. So. Dickhäutige Frucht, ja, sammeln wir ein. Hartfrucht hatten wir schon ein paar Mal. Und eine Felsenfrucht, ja, auch. Weiß ich nur noch nicht, wofür wir sie brauchen. So, hier haben wir ein Schweinchen. Tut mir leid, Schweinchen. Für euch tut es mir natürlich auch leid. Okay, bei denen kann man auf den Kopf einhauen, ohne dass es einfach abgeblockt wird. Also der Panzer bei den Weibchen ist offenbar nicht so stark. Okay. Kestodon-Panzer ist nichts Neues. So, Moosschwein. Oder Moos. Ja, das Moosschwein. Ja. Mooswein, Mooshaut ist das, was wir schon mal hatten. Yaku-Fußspuren brauchen wir jetzt nicht unbedingt. Gegengiftkraut, wir haben keinen Platz mehr. Ja, dann lassen wir das zurück. Und so, zurück zum Lager, bitte. Da müssen wir jetzt so ein bisschen was abladen. Und danach weitersuchen erst. So, Objektruhe, Objekte verwalten. Die ganzen Schuppen brauchen wir jetzt gerade nicht. Honig brauchen wir gerade nicht. Ich hoffe, dass es... Moment, Kabion? Ah ja, hatten wir schon mal. Ich hoffe, dass die Objektruhe unendlich ist. Oder dass er eben genau darauf zugeschnitten ist, alles zu fassen, was man so haben kann. So, einen Trank behalten wir. Und Megatränke behalten wir mal zwei. So, dann können wir nebenbei nämlich auch noch ein paar Kräuter sammeln. Wir haben ja jetzt gerade nichts Gefährliches zu tun. Da haben wir noch Steine, brauchen wir nicht. Entschuldigung. So, noch ein Kelbihorn. Ein warmer Pelz. Und
Weiße Leber. Bisschen Kraut, für jeden ein bisschen Unkraut hier. Ne, ich glaube, bei den Kelbis bekommen wir nichts, was wir brauchen. Das heißt, die müssen wir jetzt nicht die ganze Zeit jagen. Runder Kaktus ist schon mal schön. Gibt auf jeden Fall Punkte. Da oben haben wir so ein Symbol. Da würde ich mal hin. Ein Juratodus entdeckt. Das interessiert uns jetzt gerade aber gar nicht. Wenn du ein Monster hierher reitest, versuchen wir es zu fangen. Ach so, das hier sind die Fallen. Ah. Interessant. Und ah, auch schön. Hier wird mir Honig angezeigt, den hätte ich gerne. Da. Mach doch mal ein bisschen die Augen auf, Arezu. Ein kleines bisschen, dann siehst du auch Dinge. Nadelbeere wird mitgenommen. Machtsamen wird mitgenommen. Hier wird mir irgendwas angezeigt. Achso, wahrscheinlich abgeerntetes schon. Also Dinge, die schon abgeerntet wurden. Nicht, wird das an mir schon anzeigt, was abgeerntet wurde. So, die Ohmfliegen brauche ich nicht, danke. Flussfang kann man bestimmt gebrauchen. Und hier kommen wir jetzt wieder da an, wo wir eben weggegangen sind. Da oben haben wir noch ein paar Knochen, die wir mitnehmen könnten, wenn wir einen vernünftigen Weg nach oben hätten. Tut mir leid, Schweinchen, aber es ist durchaus möglich, dass du noch was anderes bei hast. Und das tut mir so leid, weil es sich überhaupt nicht wehren kann. Ja, und auch wieder nur die Haut. Ich glaube nicht, dass die was anderes haben. Wir hatten drei, bei denen wirklich nur das gekommen ist. Natürlich, wenn da was mit einer Wahrscheinlichkeit von weniger als 33% ist, würde es schon statistisch nicht auftauchen. Aber ich will eben auch nicht die ganze Zeit die Moosschweins einfach nur so töten. Das wäre mir unangenehm. Hallo Kuruyaku. Moment, da haben wir einen Käfer. Oh, und hier haben wir auch einen Förderplatz. Wir brauchen auf jeden Fall ein grünes Erz, das ich natürlich bisher noch nicht gesehen habe. Götterkäfer können wir gebrauchen. Dann ist noch ein Förderplatz. Da sind sogar zwei Förderplätze, sagt die Map. Ich würde hier mal einen Cut machen. Und wir sehen uns dann in der nächsten Folge, in der ich weiter hier einfach rumforsche. Also, lebt wohl, hinter das Kommentare und adios.